Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Leider einen Tag zu spät, weil ich chaotisch bin und das Wochenende noch chaotischer war. Tut mir auf jeden Fall mega leid, aber heute ist die neue Folge da. Und wir gucken erstmal, was der Wetterbericht zu sagen hat. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Okay, der Wahrsager. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Ja gut, dann gehen wir heute nicht in die Mine. Und was sagt die Königin der Soßen? Radieschensalat. Lecker. Ich hasse Radieschen, Mann. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie uns auf körnigem Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ah, das waren noch Tage, aber ich schweife ab. Jetzt, schau gut zu. Okay. Du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Toll. Das ist toll. Oh, und wir haben Post. Was haben wir denn? Emma, ich habe dieses Rezept in einer Zeitschrift gefunden und dachte, es klingt interessant. Lass es mich probieren, wenn du es überlebst. Dankeschön. Wir können jetzt Paprika-Popper zubereiten. Okay. Und wir können ein paar Sachen ernten. Ja, sehr nice. Also wir können auf jeden Fall hier diese Blue Jazz, wie heißen die? Blaue Jazz. Okay, die können wir abernten. Blumenkohl braucht noch 5 Tage. Guten Morgen, Mauzi. So, dann können wir hier noch die grünen Bohnen abernten. Hä, hey, und ich fasse es nicht, dass heute einfach schon der 21. Tag des Frühlings ist. Das ist jetzt so schnell gegangen irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir haben das Let's Play gerade erst angefangen. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, massig. Okay, passt. Super. Okay, so, und das hier? Genau, den Grünkohl können wir auch gleich abernten. Ah, es ist so chaotisch. Mein Feld ist so chaotisch angeordnet. Ich hasse es. Ich hasse es. Was müssen wir denn jetzt hier einlagern? Moment, ich behalte jetzt mal ein paar Erdbeeren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lagern jetzt einfach mal ein paar Sachen ein. Die Blue Jazz, ich weiß nicht, ob wir die für irgendwas brauchen, aber falls jemand die als Geschenk haben möchte, behalte ich vielleicht die hier. I don't know. Vielleicht behalte ich erstmal alle und dann gucken wir am Ende. genau, davon brauche ich nichts. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, haben wir schon im Gemeinschaftszentrum irgendwas eingelagert? Genau, die 5 Parsnips haben wir schon. Ah ja, alles klar. So, dann wird jetzt der Rest erstmal verkauft. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich nochmal was anpflanzen möchte. Wir haben jetzt, heute ist der 21. Das heißt, wir haben noch 7 Tage Zeit. Ja gut, ich glaube, ich muss erstmal gießen. Yay, gießen, meine Lieblingsbeschäftigung. Was könnten wir denn noch anpflanzen? Also Blumenkohl können wir auf jeden Fall nicht mehr anpflanzen. Bohnen brauchen auch ewig. Was ist denn eigentlich? Was haben wir denn hier? Ach, das ist auch Blumenkohl. Der braucht noch genau 7 Tage. Ja, easy. Was machen wir denn dann? Was pflanzen wir denn noch an? Ach, kacke. Die ist keine leer. Ich meine, wir können noch Grünkohl. Ich glaube, dass der auch relativ lukrativ ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Oder wir gehen einfach zu Pierre und gucken uns um, was er so im Angebot hat. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas vergessen. Ich weiß nicht, ob wir alles schon einmal angepflanzt haben. Und zur Not gehen immer Pastinaken. Die kann man immer pflanzen. So. Ich will eine größere Gießkanne. Das ist so nervig. Naja, okay. Hoffentlich bald. Ich muss mal gucken, haben wir eigentlich genug Kupfer? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, wir hatten schon genug Kupfer auf jeden Fall vorbereitet. So. Und dann muss ich nochmal ganz kurz gucken, was wir für den Hühnerstall brauchen. Ich glaube, ach, schon wieder ist die Gießkanne leer. Ich glaube, das ist beim letzten Mal am Geld gescheitert und gar nicht an den Werkstoffen, an den Baumaterialien, oder? Wenn ich mich hier richtig erinnere. Ich vergesse mal alles so schnell. Das ist echt schade. Das tut mir echt auch voll leid. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Oder vielleicht habt ihr auch genauso ein schlechtes Gedächtnis wie ich. Das wäre natürlich der Best Case einfach. So, jetzt sind wir gleich durch. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz abzählen, glaube ich, wie viele Plätze wir jetzt hier belegen können. Also hier drüben. Das wird jetzt erstmal hier ein bisschen bereinigt. So, jetzt sieht das einigermaßen schön aus wieder. Was haben wir denn hier mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Boah, will ich das eigentlich alles vollpflanzen? Weil das muss ich ja dann auch alles gießen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht möchte ich das erst im Sommer machen. Ah,
Aber wie viel? Wir hatten jetzt bis hier 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Könnten wir theoretisch anpflanzen. Habe ich noch was im Inventar? Nee. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Will das eigentlich nicht alles gießen. Jetzt gucken wir erstmal. Gibt es hier was zu sammeln? Ja, hallo Blume. Da drüben ist noch eine Blume. Wunderbar. Und da unten habe ich, glaube ich, auch Würmchen gesehen. Was versteckt ihr? Oh ja, Leben. Toll, danke. Jetzt schauen wir erstmal, was Pierre im Angebot hat. Und dann entscheide ich mich. Ich will nie alles gießen. Hallo Pierre. Guten Morgen. Ach, es, ja doch, geht noch als guten Morgen durch um 11.30 Uhr. Also Pastinaken, Kartoffeln brauchen 6 Tage. Kartoffeln sind, glaube ich, auch relativ ertragreich. Und Zierlauch. Tulpen? Haben wir schon Tulpen angepflanzt eigentlich? Ich hätte gerne ein paar Tulpen. Wir machen mal 6 Stück. Und dann vielleicht 10 Kartoffeln und 10 mal Grünkohl. Ich glaube, das ist jetzt nicht die schlechteste Aufteilung. Ich glaube, das probieren wir mal. Und dann gehe ich jetzt mal ganz kurz hoch zu Robin. Ich meine... Oh, da sind Blumen! So viele Blumen. Wie nice. Ich meine, war der Hühnerstall irgendwie 2000 oder so? Ich muss nochmal nachschauen. Ich kann mir das nicht merken. Aber vielleicht finden wir auch auf dem Weg noch Sachen, die wir einsammeln und verkaufen können. So. Hallo Robin. Na? Hofgebäude errichten. Genau. 4000. 4000? Ah, okay. 4000 Gold. 300 Holz, 100 Stein, okay. Was gibt's noch? Ein Stall, ein Brunnen, ein Silo. 10 Leben braucht man dafür, 100 Stein und 5 Kupferbarren, okay. Mühle, Schuppen, Fischteich, Hütte, Pferdestall, 100 Hartholz, 10.000 Gold. Schleimstall. Züchte bis zu 20 Schleime, fülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber ich brauche auf jeden Fall 4000 Gold für meinen Hühnerstall. Ja, well. Ja, well. Sollen wir vielleicht noch angeln gehen? Bisschen? So für Geld? Ich glaube, es ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ach nee, aber wisst ihr was? Wir gehen erst nach Hause. Wir gehen zuerst nach Hause, pflanzen die Sachen an und dann gehen wir noch ein bisschen... Oh, Würmer! Dann gehen wir noch ein bisschen angeln, damit wir ein paar Fische verkaufen können. Oh, eine Skeletthand. Könnte ich die Gunther bringen? Ja. Da würde sich freuen, der Gunther. Da würde sich sehr freuen. So, okay. Morgen regnet es natürlich wieder nicht. Das heißt, wir können immer noch nicht die blöde Gießkanne hier verbessern lassen. Aber okay, irgendwann habe ich Glück. Irgendwann, wenn ich Glück habe. So. Also, die Tulpen gliedern sich hier schon mal sehr gut ein. Dann, was haben wir noch? Kartoffeln. Wo pflanze ich die denn hin? Die einfach hier drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, mein Gott, ja, das passt. Das passt schon. So, dann haben wir jetzt 10 Kartoffeln noch. Die gießen wir auch mal kurz an. Yay. Oh, das wird der Horror morgen, wenn wir das alles gießen müssen. Oh Gott. So, und dann mache ich jetzt hier einfach mal den Grünkohl da an den Rand. Ja. Könnte schöner sein, könnte aber auch hässlicher sein. Im Sommer wird's besser, ich schwöre. Im Sommer werde ich die Felder gleich schöner anordnen. Verdammt. Kein Wasser mehr. Ich habe schon den Farmplaner bemüht und geguckt, wie ich die Felder anordnen könnte. Ich glaube, wir machen dann vielleicht so kleine 3x3 Felder. Weil ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn wir dann endlich das Gießkannen-Update haben. So, wir lagern jetzt erstmal hier den Löwenzahn ein. Und die 2 Narzissen. Und da schmeißen wir die Lehm rein. Achso, ja genau. Und die Hand können wir da auch erstmal reinschmeißen. Haben wir noch was anderes für Dingens, für Gunther? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, dann verkaufe ich noch hier das hier. Okay, und jetzt gehen wir kurz angeln. Und hoffen, dass wir viele teure Fische fangen können. Oh mein Gott, hier ist ja Reis. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Den können wir abernten. Ja, nice. Sehr cool. Und ich muss hier endlich noch ein bisschen weiter aufräumen. Vielleicht machen wir das heute auch noch. Oh, eine Katzin. Pfui, es stinkt. Arme Jazz.
Aber ich meine, das kann man sich auch denken, wenn man halt da vor diesem Abflussdingens steht. Warum ist die verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. Es kann natürlich nur der Schlüssel für die Kanalisation sein. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Wenn du das sagst, Jazz, wenn du das sagst. Oh, schnell weg. Irgendwas darin bewegt sich. Oh no. Ja, genau. Geh mal nachschauen, Emma. Geh mal nachschauen, Farmerin Emma. Das Monster in der Kanalisation. Aber habe ich da unten gerade Frühlingszwiebeln gesehen? Ich glaube schon. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal hin. Oh, hallo Abigail. Oh Mann, ich habe meine Hausaufgaben die ganze Woche aufgeschoben. Da werde ich wohl wieder die Nacht durchmachen müssen. I know that feeling. I can relate. So ging es mir ungefähr immer, glaube ich. Hallo, hallo, Lea. Wenn du in meiner Hütte irgendein Klopfen hörst, bin das vermutlich nur ich, während ich an meinen Skulpturen arbeite. Gut zu wissen. Danke für die Info. So, und jetzt gehen wir mal kurz Frühlingszwiebeln einsammeln. Hoffentlich ist da jetzt nicht nur die eine, die ich gesehen habe. Aber wir können auch... Oh mein Gott, sind hier viele Frühlingszwiebeln. Nice. Sehr cool. Wir können auch ein paar Bäume fällen eigentlich, wenn wir schon hier sind. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Holy moly. Yes. Wir nehmen sie alle mit. Und da unten war noch eine. Genau. Lecker. Kanalisationsfrühlingszwiebel. Ich glaube, ich fällt tatsächlich noch ein paar Bäume. Gehen wir halt vielleicht heute nicht mehr an. Oder vielleicht auch schon. Ich weiß es noch nicht. Oh mein Gott, diese Axt ist so schlecht. Vielleicht habe ich doch keinen Bock mehr, Bäume zu fällen. Vielleicht möchte ich das erst machen, wenn wir eine bessere Axt haben. Das dauert mir sonst zu lang. Aber wir können eigentlich hier gleich noch ein bisschen angeln, oder? Oh, und wir haben 16 normale Frühlingszwiebeln, 3 goldene und 2 silberne. Mega gut. Mega gut. So, dann fangen wir jetzt vielleicht noch 2, 3 Fischis, hoffentlich. Ja, perfekt. Sehr gut. Was könnte es für ein Fisch sein? Ein Gotteslachs. Ich muss auch nochmal gucken, welche Fische wir im Frühling fangen können, die wir noch fürs Gemeinschaftszentrum brauchen. Weil ich habe mich letztens hab ich mich total geärgert, weil in meinem privaten Spielstand habe ich es irgendwie verpennt, im ersten Jahr wirklich auf die Fische zu achten. Und dann im zweiten Jahr hätte ich alles fertig machen können im Gemeinschaftszentrum. Aber ich musste auf den Herbst warten, weil ich ein paar Fische einfach vergessen hatte. Und das hat mich mega genervt, deswegen muss ich da jetzt mal demnächst nachschauen, damit wir diesen Fehler im Let's Play nicht machen. Sonst ärgere ich mich im zweiten Jahr. Falls ins zweite Jahr kommt. Okay, noch ein Kaulbarsch. Wie viele haben wir jetzt gefangen? 3 Stück. Ja, machen wir noch was. Wir machen noch ein bisschen was. Ich guck mal, wie... Oh, okay. Ich wollte gerade gucken, wie teuer die sind. Für wie viel kann ich die denn verkaufen? Hier, den Kaulbarsch für 62, das Stück. Und den Gotteslachs für 30. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Wie hoch ist unsere Fischenfähigkeit? Nicht so hoch. Ja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt nach Hause. Schmeißen schon mal ein paar Sachen, die wir verkaufen wollen, in... Oh, ich komme hier nicht durch. In diesen Shipping-Bin. So, das nehmen wir mit. Und dann räumen wir noch ein bisschen die Farm auf, glaube ich. Weil das muss auch gemacht werden, damit wir im Sommer dann unsere Felder schöner anordnen können. Wie ich es ja vorhabe. Ich habe das ja vor. Und vielleicht sollten wir auch vorher tatsächlich noch ein Silo bauen. Aber da muss ich mir noch überlegen, wo ich das hinstelle. So. Also, hier, wir lagern erstmal... Ach, wir haben viel zu viele Frühlingszwiebeln. So viele Frühlingszwiebeln brauche ich ja gar nicht. 5 müssen ausreichen, den Rest verkaufen wir. Den Reis kann man eigentlich auch verkaufen. Bis ich mir eine Mühle hier hinstelle, wird noch einige Zeit vergehen. So, dann lagern wir hier noch kurz ein paar von diesen Sachen hier ein. Und den Rest können wir echt wieder loswerden eigentlich. Gemischte Saat, Grünalge, Kaulbarsch. Ach, wobei, ich hätte den Kaulbarsch auch... Ach, egal, Nico. Ich verkaufe das.
Frühlingszwiebel brauchen wir auch nicht behalten, weil die bringt auch voll wenig Energie. Okay, dann essen wir jetzt noch ein paar Lachsbeeren. Om nom nom. Om nom 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 nom. Und machen uns ans Aufräumen. Wo sollen wir anfangen? Hier unten sieht ja eigentlich alles schon ganz gut aus. Da muss ich dann halt nur irgendwann das Gras noch wegmachen. Oh, und da versucht ein Baum zu wachsen. Nein, nein, du kannst hier nicht wachsen. Ich möchte nämlich im Sommer hier Felder hinmachen. Ja, dann muss ich brauche definitiv vorher ein Silo. Damit ich das Gras hier nicht umniete und es dann einfach weg ist, sondern dass wir das dann noch benutzen können. Oh, hier können wir noch ein bisschen Steine wegkloppen. Das hier kann ich noch nicht, oder? Nee, deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Okay, dann machen wir eben nur die kleinen Steine weg for now. Und hier ein bisschen Holz. Aber Leute, oder? Es wird doch besser. Es wird langsam besser. Wir machen Fortschritte. Ah, das hier habe ich noch vergessen. Okay. So. Dann muss ich noch gucken, ob wir schon genug Holz und Steine haben für den Hühnerstall. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, dafür sollten wir tatsächlich schon genug haben. Aber ich überprüfe das lieber. Ich meine, es wird eh noch dauern. Wir brauchen hier erstmal wieder 4000 Gold. Von daher, ja, wir werden sehen, wie lange das dauert. So, sollen wir hier noch ein bisschen weitermachen? Wenn wir schon dabei sind. Ein bisschen Grünzeug weghäckseln. Oh, das haben wir vergessen. Dann machen wir noch hier ein bisschen Holz weg. Ja, sind wir doch schon weit gekommen heute, oder? Sind wir doch schon richtig weit gekommen. Ah, ich brauche dringend einen Magnetring, glaube ich. Damit nicht immer die Sachen zu weit von mir weg liegen. Oh, okay, die Energie geht uns bald aus. Aber wir können auch noch eine Beere essen. Aber es ist eh schon 21 Uhr und recht dunkel. Und ich finde, dass man dann immer so wenig erkennt. Also ich erkenne wenig und ihr erkennt auch wenig. Deswegen sollten wir vielleicht einfach bald ins Bett gehen, glaube ich. Vielleicht schaue ich noch kurz, ob hier oben irgendwas Interessantes rumliegt. Irgendwelche interessanten Sachen, die sich hier gebildet haben, ich glaube nicht. Nicht mal Würmer? Gar nichts? Ah, doch, da drüben ist eine Geode. Moment. Die Geode nehme ich noch mit. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, so. Dann... Och, komm. So, dabei belassen wir es jetzt erstmal, glaube ich. Und gehen ins Bett. Wenn ich den Weg zurückfinde im Dunkeln auf meiner Farm, auf meiner unaufgeräumten Farm. Ach, Moment, aber wenn ich hier Felder hinmachen will, dann muss ich auch die Baumstämme hier, diese Stümpfe wegmachen. Und dafür brauche ich, glaube ich, mindestens eine silberne Axt. Kacke. Ah, das habe ich gar nicht bedacht gehabt. Naja, okay. Die Samen hier, die haue ich jetzt noch weg. Ich kriege zwar kein Geld dafür, aber ich möchte sie auch nicht behalten. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Was haben wir denn? Hey, sieht gar nicht schlecht aus. Wie viel haben wir bekommen? 1600 Gold. Ja, gar nicht übel. Aber wir haben keine Fähigkeiten verbessert. Okay, na gut. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich habe leider heute nicht so viel Zeit. Deswegen ist heute ein bisschen kürzer ausgefallen. Es hat mich aber trotzdem sehr, sehr gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr Spaß hattet, dann gebt gerne Daumen nach oben und lasst natürlich auch gerne ein Abo auf meinem Kanal da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.